Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Stappenbach in Oberfranken. Und die Leute, die heute Nachmittag beim Stream dabei waren, die wissen, was das hier ist. Das ist der 8R von HP. Ne, da, den habe ich mir ausgeliehen. Und damit sind wir aktuell bei, die Heupellet zu pressen. Wir haben jetzt hier im Stream schon anderthalb Felder gepresst. Ich werde das Ganze jetzt noch fortführen und dementsprechend weiterarbeiten, damit das auch fertig wird. Falls ihr euch fragt, welcher 8R das ist der von TechModding oder TechMod. Ne, den findet ihr bei Forbidden Mods oder bei ModToaster oder eigentlich auf jeder Download-Seite für Mods. Ist ein schönes Gerät. Gefällt mir. Ne, wenn ich jetzt noch einen größeren Schlepper gebraucht hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich auch so ein 8R zulegen. Ich meine, im 19er werden wir 8R fahren. Also, sind wir mal ehrlich, da geht kaum ein Weg dran vorbei und der hier geht dem schon sehr, sehr nahe, wie er auch im 19er aussehen wird. Ich meine, ein 8R ist ein 8R. Machen wir uns da mal nichts vor, ne? So. Jetzt mal kurz hier pressen. So. Und dann geht das Ganze natürlich ab auf die letzte. Wir haben noch die 39, die muss auch noch gepresst werden. Wenn wir damit soweit durch sind, dann haben wir auch tatsächlich alle Wiesen soweit fertig. Und dann können wir, ich hoffe mal in der nächsten, ich denke mal in der nächsten Folge, werden wir dann anfangen können, ja wahrscheinlich Mais häckseln und Kalk fahren. Na, ihr seht das jetzt, die Luft 14 Grad noch. Es ist bedeckt angesagt. Also ich muss mich beeilen, dass ich die Pellets hier noch gepresst kriege, weil so langsam aber sicher kommen wir in die Abendstunde. Da wollte ich eigentlich vermeiden. Nicht, dass die Pellets da nicht richtig kleben. Melasse und Wasser haben wir halt in dem Unimog da vorne. Der ist auch noch von HP. Den, na, alles mitgeliehen. Er hat ja gesagt, er hat ein Komplettpaket für uns. Das konnten wir uns so am Hof wegholen. An der Schweinemast, da werde ich nachher das Ganze hier auch wieder abstellen. Ne, ist also nicht unser. Ne, der ist wirklich nur ausgeliehen. Genauso wie die Pelletpresse. Die Pellets lagern wir komplett beim Presswerk. Ja, da werden wir ja gleich, ich denke mal, wir werden da gleich noch die Gelegenheit haben. Da fahren wir mal hin. So. Hier nochmal schnell den letzten Rest hier ein bisschen eingesammelt. Also das bisschen stört mich da hinten noch. Nö. Der kann bleiben. So. Was haben wir da vorne? Doch, da vorne liegt noch was. So. Freitag werden wir definitiv wieder streamen. Ich denke mal, wir werden Freitag nicht die Sibasusum streamen. Ich glaube, wir werden die Map streamen, die ihr noch nicht erraten habt. Im Livestream wurde sie genannt, tatsächlich. Aber sie wurde noch nicht unter der Folge offiziell genannt. Von daher würde ich jetzt sagen, lasst euch überraschen. Aber wahrscheinlich werden wir mal von der neuen Map streamen. Dann. Oder vielleicht auch Sibasusum, mal gucken. Und Samstag werden wir, das kann ich jetzt schon mal spoilern, werden wir schon mal GTA streamen. Morgen am Feiertag kommt dann dementsprechend ganz normal nur die Folgen. Na, Feiertag ist logisch, der ist der Familientag. So. Dürfte ich doch eigentlich den hier noch? Ich werde jetzt gleich auch zu 39, da fahren wir jetzt erstmal mit der Presse rüber. Ich werde dann unkonventionell mal ins Fahrzeug springen. Das ist normal nicht meine Art, das wisst ihr. Aber wenn ich jetzt hier alles, obwohl nö, muss ich gar nicht. Quatsch, ich muss überhaupt nicht springen.
Moment, hier mal, hier vorne noch den großen Haufen da, den nehmen wir noch mit, den kleinen Rest, den lassen wir liegen. So, dann machen wir hier schon mal so. Zack. So, bleib mal stehen. Starten wir den hier schon mal. Ich kann die ja mitnehmen. Ich muss ja gar nicht hier... Ich meine, dass wir jetzt hier zu viel Wasser haben. So viel Wasser braucht die Krone gar nicht. Das ist klar, aber ich meine, sind wir mal ehrlich, das Wasser können wir hinterher immer noch gebrauchen. Ja, toll. Macht Sinn, den Johnny auszumachen, anstatt ihn loszufahren mit ihm. So, den hängen wir auch nochmal hinten dran. So, wen haben wir denn jetzt dabei? Emily und Lisa, ja, passt doch, perfekt. Ah, aber ganz schön fest da drin, Lisa, wa? So, wird alles klar, ab fort. Ach, da kommt gerade ein Auto. Ich hoffe mal, das passt jetzt. Ich fahre einfach mal, das sollte passen. Lisa ist, glaube ich, ja, Lisa ist hinter mir. Und was mit Emily? Wo tuckert die denn wieder? Kommt. Aufpassen, darf nicht so weit nach hinten gucken, sonst habe ich ja das Problem, dass ich... ich mit dem John Deere hier irgendwo hängen bleibe. Und der Follow Me fährt ja genau die Bahn, die ich auch fahre. Und dementsprechend würde er dann auch hängen bleiben. So. Passt. Sollte eigentlich hier alles mit rechten Dingen jetzt zugehen. Ich halte mal hier vorne an. Mal ganz kurz gucken, wie mache ich denn das? Ja, ich fahre erstmal dahinter, so. Ein bisschen rangieren angesagt. Moment. Erstmal gucken, dass wir... Ah, natürlich jetzt interessant. Das wäre nicht gut, die Primus zu versenken. Da kriege ich Ärger. So, die fahren wir mal hier hin. Die stellen wir schon mal hier hin. Hier müssen wir gleich los. Da machen wir das mal aus. Sind die schon mal warm laufen. So, steht die schon mal nicht im Weg? So, hier steht der mir auch nicht im Weg, oder? Nee, ein Stückchen weiter noch vor.
Passt. So viel Melasse haben wir auch gar nicht mehr drauf, fällt mir gerade auf. Wir sind da noch drin. 5 Liter nur noch. Eieieiei. Naja, das passt aber noch für das Feld. Und den Abfahrer natürlich noch mitnehmen. Ja, das, ich glaube, das ist mal seit langem eine der wenigen Folgen, die tatsächlich mal in den Abend reingehen, hier auf der Stappenbach, ne? Die meisten Folgen haben wir irgendwie im Hellen noch beendet. Ich hoffe mal, dass das Lichtverhältnis in der Aufnahme passt. Bin mir da jetzt gerade nämlich nicht 100% sicher. So. Brauchen wir schon nachfüllen? Nö. Aber das ist echt, das ist... Ich finde den cool. Ich meine, ich habe ja schon öfter mal John Deere Mods gehabt. Ich habe auch schon, ach, eher schon mal als Mod irgendwo gehabt. Ich frage mich jetzt nicht, in welchem Projekt. Aber ich finde nach wie vor, das ist ein cooler Mod. Ich finde halt dieses LED-Licht, dieses blaue Licht, ich finde es nicht ganz so schön. Ich finde ja dieses gelbe Licht, dieses warme Licht, finde ich deutlich angenehmer. Aber gut, das ist Geschmackssache. So. Passt. Weiter geht's. Ist jetzt zum Glück auch das letzte Feld. Oder die letzte Wiese, wenn die jetzt hier runter ist. Dann haben wir auch tatsächlich alle Pellets mal drin. Dann können wir das alles wieder zurückbringen, zurückfahren. Ich meine, den Johnny, wenn wir den mal brauchen, den leihen wir uns öfter mal aus, ne? Wieso nicht? Oder vielleicht mal ein Knicklenker John Deere. Hätte auch was. So, voll. Wollen wir denn unser... Da, okay. Warte mal, können wir auch gleich mal... Dann ist die Melasse wenigstens weg, dann haben wir die drin. So. Kriegt HP zwar nicht die volle Melasse-Ladung wieder zurück, oder die Presse mit voller Melasse, aber er hat ja auch gesagt, wir sollen die verbrauchen. Von daher dürfen wir es ja auch. So, schön die Pellets hier rein. Hoppala. War der jetzt stehen geblieben? Hier vorne, ne? Oh, das wird immer dunkler. Wir müssen uns mal beeilen hier. Achso, falls ihr euch fragt, ne? Das John Deere Gewicht da vorne dran. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist vom Mod Hub. Bin mir nicht 100% sicher. Aber ich glaube, das ist vom Mod Hub. Das ist halt cool, weil das auch diese Stange hat, wie früher der IAC bei mir hatte. Da kann man immer ganz gut die Spur halten tatsächlich. Beziehungsweise in dem Falle die Mitte der Schwatz anpeilen. So. Mal gespannt. Ich denke mal, ich werde noch... Boah, den Anhänger werde ich auf jeden Fall voll kriegen. Ich meine 18%, wir haben ja noch ein bisschen. Ich denke mal, ich werde da noch so einen, ja, vielleicht eine halbe Fuhre voll kriegen und dann dürfte das ganze Thema hier auch schon erledigt sein. So. Passt. Dann können wir morgen, also in-game morgen, hoffentlich endlich mal unsere Felder dreschen. Na, also wäre ganz cool, wenn wir vielleicht mal die restlichen beiden Maisfelder runterkriegen.
Na, Pellet pressen, ich habe es im Stream schon gesagt, ich sag's euch gerne nochmal. Pellet pressen, Pellet pressen, Pellet verpacken werden wir dann erst im Winter machen. Ich meine, wozu haben wir den Winter? Da können wir doch da gut investieren, gut Zeit reinlegen und das Ganze dann da machen. Ein bisschen besser oder angenehmer, als das jetzt noch zwischen Tür und Angel zu machen. Wir müssen noch zwei Felder pflügen. Wir haben noch die Maisfelder, wo wir noch die Stoppelbearbeitung machen müssen. Also von daher ist da noch einiges vor uns. So. Na, gucken, kriegen wir die Bahn noch hin, bevor wir abkippen? Steht leider verkehrt rum mit der Presse, sonst hätte ich gesagt, ich fülle eben rüber. So. Ah, das passt noch. Die Bank kriegen wir auf jeden Fall noch fertig. So. Gucken, den. Wenn wir hier schon rumfahren, dann nehmen wir den kleinen Hutschli auch mit. Erwischt. So. Na komm, von hier wäre schön abzubiegen gewesen. Passt aber. Ja, ein Stückchen rückwärts, aber das ist egal. So. Und voll. Ich presse erstmal noch weiter. Das Wegfahren, das mache ich danach. So. Bevor das nämlich dann zu dunkel ist oder jetzt zu feucht wird, wenn mir schon wieder die Temperatur fällt. Das muss ja nicht sein. Dann kann ich den Rest hier eben machen und dann turn geil das auch. So. Das wird knapp, das passt nicht ganz. Egal. Vielleicht bringe ich die Pellets hier auch gleich schon mal zur Rindermast und zum Milchviehbetrieb und schmeiße die da schon mal als Silageersatz mal rein. Ne, den Rest, der jetzt gleich hier zusammenkommt. Also sprich die Ladung und das bisschen, was jetzt hier noch kommt. Wobei, das könnte sein, dass das sogar noch passt. Mal interessant. Wird interessant. So, liebe Leute, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wenn ihr euch das Ganze anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.